Es war ein friedlicher Tag. Alles war ruhig in der Bank, in der der Kassierer gerade den Tresorraum öffnete. Aber plötzlich platzte Bandito Bill in die Bank. Das ist doch Kinderkram. Ich muss einen Fluchttunnel haben. Wer ist dabei? Na, wer macht mit? Aber Joe, Lesen öffnet die Türen zu deinem Geist, die Fenster zur Freiheit. Glaub mir, das ist die ultimative Form der Flucht. Öffnet die Tür? Freiheit? Flucht? Sieht so aus, als würden sich die Gefangenen wirklich bilden wollen. Oh, ja. Was machst du denn da? Oh, wie sieht's denn aus, Joe? Ich grabe. Miss Betty hat gesagt, dass wir mit einem Buch fliehen können. Doch nicht, indem wir damit graben, du Vollpfosten. Man muss ein Buch lesen, wenn man fliehen will. Okay, macht euch an die Arbeit. Lest drauf los. Was? Es war einmal... 10 zahme Ziegen. Es war vor gar nicht allzu langer Zeit. Da lebten ein Mann und eine Frau. Es war vor gar nicht allzu langer Zeit. Und sind wir schon draußen? Noch nicht, Joe. Weiterlesen. Oh! Es war einmal ein Mann, der ging zum Lesso. Und er wollte. Sind wir schon draußen? Wir sind noch drin, Joe. Aufwachen! Ich habe den ultimativen Fluchtplan. Wir machen es so, wie es der Graf von Monte Cristo getan hat. Wir sterben. Mr. Peabody, Sir! Lassen Sie mich raten. Die Daltons haben wieder versucht zu fliehen? Nein, noch schlimmer! Sie sind alle tot. Tja, das war dann wohl das Ende ihrer Bildung. Oh, das Spiel kenne ich. Toter Mann spielen, da mache ich doch direkt mal mit. Essen ist fertig. Wer nicht will, der hat. Gib mir aus dem Weg. Ich komme. Wer sich zuerst bewegt, der ist draußen. Mr. Peabody, komm! Die Daltons nehme ich an. Toll, noch eine Runde. Ich kann nicht widerstehen. Ich kann gar nichts dagegen machen. Wir haben alle unsere Schwachstellen, Joe. Hab schon wieder gewonnen. Mr. Peabody, Sir. Jetzt reicht's mir aber. Diesmal wollen wir sicher gehen auf wissenschaftliche Art und Weise. Joe, du bist raus. Ah. William, du bist raus. Jack, du bist raus. Na, so ein Wissenschaftskram gab's bei dem Grafen von Monte Cristo nicht. Ich habe schlechte Neuigkeiten für euch. Euer Bruder ist von uns gegangen. Oh, mein Rücken. Kleine Pause. Oh. Ming kann Muskeln auflockern. Es geht doch nichts über eine kleine Massage nach einem anstrengenden Spielchen. Armer Everett! Essenszeit! Ja! Lecker! Nicht so hastig! Das ist das erste Mal, dass deine lahme Hirntätigkeit für uns alle von Vorteil ist, Everett. Von jetzt an bist du tot!
Naja, ich sterbe vor Hunger, wenn du das meinst. Nein, ich meine, du bist tot, aber nicht richtig. Aber ich sterbe wirklich vor Hunger. Wir müssen uns an die Arbeit machen. Nö, ich muss erst was essen. Du kannst essen, nachdem du gestorben bist, Averill. Zuerst musst du ein Testament schreiben, deinen letzten Willen. Du wünschst dir, in der Wüste beerdigt zu werden von deinen Brüdern. Wenn wir es draußen sind, wusch, sind wir weg. Einer mit einem Riesenappetit hat uns verlassen. Aber das Gute daran ist, dass jetzt mehr für den Rest übrig bleibt. Genug mit dem Rumgesülze. Wach hin, öffne das Tor! Joe, Moment. In seinem letzten Willen hat Averill gewünscht, dass er zum letzten Mal durch das Fluchtloch nach draußen gelangt, was ihm bis jetzt noch nie gelungen ist. Super Idee, hä? Weiter nach links! Nach links! Er passt nicht durch, Joe! Er muss aber durchpassen! Er muss, ob er will oder nicht! Ich geh mal raus und zieh von der anderen Seite! Na los, schiebt! Aua! Versuchen wir es mal seitwärts! Wenn er doch nicht so schwer wäre! Hey, wartet, Jungs! Wenn wir zu viert mit anpacken, ist es leichter! Du Matschbirne! Du hast uns unsere Flucht vermasselt. Das viele Lesen hat uns wirklich geholfen. Wen denn, Averill, den Aufseher? Du warst klüger, als du tot warst. Schwachkopf! Sag mal, ist das Spiel schon vorbei, oder was?